Also die rote Farbe dient schon dem Auffallen, nicht? Und zwar eigentlich mehr den übrigen, ja, sich im Raum bewegenden, man könnte auch sagen Verkehrsteilnehmer, wenn Wanderer denn Verkehrsteilnehmer sind. Ne? Aber sie sind es, wenn sie zum Beispiel auf Straßen laufen, und da muss man hin und wieder, nicht? Am Straßenrand entlang. Und dann kann man also den Autos frühzeitig sichtbar machen, nicht? Oder anderen schnellen Fahrzeugen. Und auch mal hin und wieder also denen zuwinken, dass sie etwas mehr Abstand halten sollen. Nicht? Ja, so ist das also, dass ich zu diesem Rot gekommen bin. Ich habe also bei einer Vorwanderung, was der Wanderführer macht, um also zu erkunden, wo er denn eigentlich die Truppe hinführt. Truppe ist natürlich ein schlechter Ausdruck, aber wo er die also Wanderfreundinnen und Wanderfreunde hinführt, da hatte ich doch den Eindruck, dass das sehr dienlich ist, wenn man also rechtzeitig gesehen wird, nicht vom eben schnell Fahrenden und Kurvenfahrenden und so weiter. Und bei den Stadtführungen ist das ganz hilfreich. Nicht? Also da bin ich ja manchmal auch mit an die 40 Leute unterwegs. Nicht? Und dann kann der Letzte sehen. Ich weiß zwar nicht, wo die Gruppe ist, aber da hinten ist der rote Hut. Ne? So ungefähr geht das dann. Ja.